25. August, 10 Uhr. Sieben Autos haben sich den Weg von Meiringen hoch zur Schwarzwaldalb geschraubt. Die Vorfreude ist groß und die Rucksäcke sind mit feinem Picknick gefüllt. Schnell gehen noch die letzten Stoßgebete an Petrus zum grauen Himmel. Hallo, herzlich willkommen auch miteinander zum Wanderplausch. Oh cool, dass alle da sind. Wir freuen uns mega. Wir laufen etwa 1,5 bis 2 Stunden rauf. Hier oben machen wir Picknick. Das Wetter ist recht unstabil, aber es soll nicht regnen bis etwa um 2,5, 3. Also toi toi. Ihr merkt ja selber sofort, welche Hunde das gerne zusammenschnüffeln und welche nicht. Und wenn wir schön Abstand halten und den Hunden ein bisschen Platz geben, weil sie alleine sind, dann kommt das super. Fünfzehn Hunde und ihre 19 Menschen machen sich auf den Weg in Richtung Große Scheidegg. Unsere Border Terrier begrüßen sich überschwänglich. Hey, cool, dass ihr alle da seid. Die Menschen freuen sich, dass alle dabei sind und sich niemand vom Wetterbericht hat abschrecken lassen. Der Nebel wird dichter, aber das alles ist jetzt völlig egal. Solange wir unsere Hunde noch sehen oder hören, Hauptsache wir sind unterwegs. Die großartige Kulisse der Berner Alpen bleibt uns zwar verborgen, aber wir wissen ja, dass sie da ist. Irgendwo da hinten, hinter den Wolken. Die Haslitaler Produzenten, Bäcker, Fleischer, Konditoren haben uns ein hammercooles Haslitaler Spezialitäten-Fresspäckchen zukommen. Wir haben also einen ganzen Rucksack voll Käse, vor allem Wurst, Fleisch, Kuchen, Meringue, tonnenweise. Oben am kleinen See unterhalb des Gasthauses Große Scheidegg machen wir Rast.
Jetzt fängt es tatsächlich an zu regnen. Aber Picknick ist Picknick. Die Hunde stärken sich, die Menschen auch. Wir gehen in zwei Gruppen weiter. Treffpunkt unten, Schwarzwaldalb. Die mit den ganz jungen Hunden und den müden Beinen laufen zur Station und warten auf den Postbus. Alle anderen ziehen die Kapuzen tiefer ins Gesicht und machen sich zu Fuß auf den Rückweg. Unsere Border Terrier sind ohnehin wasserfest. Übrigens, einen Tag später reißt der Himmel auf und das ganze Bergpanorama strahlt in der Sonne. Aber das ist eine andere Geschichte. Schön, ne? Mhm.